Hallo Leute, ja, es gibt doch immer wieder noch wichtige und bekannte Themen, die ich übersehen habe in meinem Philosophiekanal, und ich bin immer froh, wenn Zuschauer, wenn ihr mich darauf aufmerksam macht. Eines dieser Themen ist Diogenes von Sinope, der Philosoph in der Tonne, also der Kyniker Diogenes. Und darum soll es in diesem Video gehen, einer der bekanntesten philosophischen Figuren eigentlich, und da muss man dringend ein Video machen. Nun, Diogenes war ein Kyniker, und was ein Kyniker ist, erkläre ich am besten, indem ich Diogenes erkläre. Der war ja wohl der bekannteste. Er war ein Schüler des Antisthenes, der sozusagen als Begründer gilt der kynischen Schule, aber Diogenes von Sinope war der bekannteste. Die Kyniker hatten ihre Hochzeit so im 5., 4. Jahrhundert vor Christus. Da lebte auch Diogenes. Nun, Diogenes, der Philosoph in der Tonne, der in der Tonne lebte, war ein, kann man sagen, ein Wanderprediger, ein Wanderphilosoph, der umherzog und die Leute ermahnte. Und was hat er zu ihnen gesagt? Das ist im Grunde auch das, was so mal die kynische Lehre ist. Kynisch wohlgemerkt, nicht zynisch, da komme ich am Ende noch drauf, was der Unterschied ist. Die kynische Lehre besagt ja, die materiellen Umstände, Reichtum, Wohlstand, Macht, all das hindert die Menschen am Glück, hindert die Menschen am natürlichen Leben, hindert die Menschen an der Freiheit, an der Möglichkeit, wirklich ihnen naturgemäß zu leben. Und darum ziehen die Kyniker und zieht Diogenes die Konsequenz, sich von all dem zu verabschieden. Von Reichtum, von Macht, von Geld, von einem Zuhause. Er ist eben Wanderprediger, er hat kein Zuhause, er ist unbehaust. Und er verabschiedet sich auch von sozialen Normen. Das heißt von der Gesellschaft, vom Staat, von moralischen Normen im üblichen Sinne, also von all dem, was sozusagen verordnet ist von oben, verordnet ist von der Gesellschaft, er steigt aus dem System sozusagen. Die Konsequenz ist, er ist Wanderprediger, er ist Kosmopolit, das heißt, er ist nicht Bürger der Polis damals oder eines Volkes, einer Nation, sondern er versteht sich als Weltbürger. Er lehnt auch die örtlichen Götter ab, sondern, gut, man kann sagen, gibt es ja wieder sozusagen Schwierigkeiten, Überlieferung, einen Gott oder etwas übergeordnetes Göttliches als Bezugspunkt. Die kynische Schule hat sich ja, oder die kynische Bewegung hat sich ja entwickelt. Am Ende stand wirklich so eine Art Monotheismus, Herakles und so weiter. Und auf alle Fälle nicht die Verehrung der örtlichen Götter, die ja mit der Polis eng verwoben waren. Und sozusagen, um die Menschen sozusagen auf den richtigen Weg zu bringen, war er ein Prediger. Das heißt, er hat sie ermahnt, er hat darauf hingewiesen, dass das, was sie machen, wo sie leben, dass das der falsche Weg ist, dass das nicht zum Glück führt. Zum Glück führt für Diogenes und die Kyniker die Autarkie, die Selbstgenügsamkeit, die Unabhängigkeit, das naturgemäße Leben mit sozusagen der Minimalstandard. Die Minimalbedürfnisse erfüllen, nicht mehr. Diogenes hat dann sogar noch eine gewisse Abhärtung betrieben. Im Sommer sich der Hitze ausgesetzt, im heißen Sand, im Winter der Kälte, das heißt hier nochmal eine Art Askese gemacht, nochmal auch versucht, sogar die Grundbedürfnisse, Essen, Trinken und so weiter, das auch nochmal zu überwinden. Das heißt, hier nochmal einen Schritt weiter zu gehen, nicht nur autark mit den Grundbedürfnissen zu leben, sondern auch das nochmal zu überwinden. Das war auch der Weg von Diogenes. Also hier wirklich maximale Autarkie, Unabhängigkeit von diesen ganzen Umständen und die Menschen dazu bringen, das auch zu tun. Und wie macht man das am besten? Indem man natürlich provoziert, indem man die Menschen auf das Unsinnige aufmerksam macht, das sie tun,
oder indem man die Menschen durch Provokation dazu treibt, nachzudenken. Am besten denkt man nach, wenn man vor den Kopf gestoßen wird. Am besten denkt man darüber nach, wenn man plötzlich, boah, was ist denn das? Was ist denn das für ein Typ? Da beginnt man nachzudenken und das waren die Kyniker. Also nicht in wohlgedrechselten Worten, die womöglich irgendeiner Philosophenschule nachempfunden waren, reden, sondern polemisch, provokativ, sozusagen der Pfahl im Fleisch der Gesellschaft sein. Und das war ihr Stil. Und von Diogenes, man ist ja auch die große Szene in der Tonne, wo ihn Alexander der Große besucht. Und vor allem für Diogenes ist vor allem wichtig, dass ihm Alexander der Große aus der Sonne geht, dass er die Sonne wieder sehen kann. Und das ist ja auch ein Paradebeispiel dafür. Leider haben wir über die Kyniker haben wir kaum eine vernünftige Überlieferung. Es sind praktisch keine Schriften überliefert. Wir wissen das nur aus Vermittlung. Und das macht es so schwierig. Also wir haben praktisch keine Originalquellen, was sie sagten, was sie taten. Wir wissen das nur aus Überlieferungen anderer Autoren, zum Teil Jahrhunderte später, aus Anekdoten. Das macht es ein bisschen schwierig, was die Kyniker sozusagen wirklich lehrten. Aber wie oft in der Antike hapert es an der Überlieferung, an den Texten, das lässt sich eben nicht verhindern. Nun, Kyniker, noch hinzugefügt, kommt wahrscheinlich von Hund. Also hier das Schimpfwort zu gegenüber Diogenes. Manche sagen, es käme von einem Gebäude, von einem Gymnasium, wie auch immer. Da gibt es auch einen Streit, woher das wirklich kommt, das Wort Kyniker. Darum lasse ich es mal weg. Es heißt im Kyniker, will mich jetzt nicht in wissenschaftliche Streitereien einmischen, die ohnehin nicht geklärt sind. Aber es wird oft übersetzt mit hündisch oder vom Hund herkommend. Diogenes, Schimpfwort gegenüber ihm, der Hund. Könnte sein, dass das daherkommt oder auch nicht. Nochmal wichtig am Schluss des Videos der Unterschied zum Zynismus. Es geht hier um Kynismus mit K und nicht Zynismus mit Z. Denn Zynismus in unserem heutigen Verständnis ist ja einfach eine destruktive Kritik an der Moral. Eine destruktive Kritik an den bestehenden Verhältnissen. Das ist Zynismus. Ihr kennt ja den Zyniker, der selbstgefällig alles kritisiert und alles niedermacht, alles platt macht. Aber der Zyniker hat nicht die andere Seite des Kynikers, nämlich das autarke Leben. Den Kosmopolitismus, unter Umständen auch den Eingottglaube. Und das, also sozusagen die positive Seite, fehlt dem Zyniker. Das, was man dann eigentlich tun soll. Der Zyniker kritisiert nur, er sagt aber nicht, ja wie denn nun? Der Kyniker sagt, okay, wir wissen die Werte der Welt und so, das stimmt nicht so unbedingt, die kann ich nicht beweisen, also ziehe ich mich auf ein naturgemäßes Leben zurück, auf das Minimum zurück, auf die Autarkie zurück, da kann ich nichts falsch machen. Und diese ganzen überflüssigen Streitereien der anderen, da machen wir drüber lustig. Der Zyniker im heutigen Sinn macht sich nur lustig und zieht keine Konsequenzen daraus, außer einer selbstgefälligen Abseitsstehenhaltung. Das war nochmal ein Unterschied zum Zynismus. So, ich habe das jetzt ein bisschen kurz erklärt. Es ist ein super interessantes Feld und eine Denkanregung auch für uns heute. Leider haben wir nur wenige Überlieferungen, aber das wenige, was wir wissen, ist spannend genug. Das war Diogenes von Sinope, der Philosoph in der Tonne und die kynische Bewegung. Kann durchaus sein, dass ich dann nochmal ein Video drüber mache. Es ist ja wirklich noch einiges, oder es kann man einiges drüber sagen, was interessant ist. Und noch einige Weiterungen und Anwendungen. Das wäre sicher eine spannende Sache. Mal sehen, vielleicht fällt mir noch was ein. Wenn dir das Video gefallen hat, gebt ein Like, abonniert den Kanal, erzählt es weiter. Fragen natürlich gerne im Kommentarbereich des Videos. Ansonsten sage ich, bleibt dran, bis zum nächsten Mal.